Hoi, da, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute mal wieder mit einem Matten-Review. Und zwar haben wir von unserem Sponsor TCG Market ein paar Matten bekommen. Die gibt's jetzt dort zu kaufen. Also die haben jetzt ihre eigenen Matten auch noch. Die haben also mehrere neue Produkte. Ein paar haben wir ja schon getestet, zum Beispiel die Hüllen und so. Und jetzt eben die zwei Matten. Kann man sich jetzt auf Market kaufen. 5 Euro kosten die nur. Und Versand 5 Euro. Aber wenn man sich mehrere kauft, dann geht das schon. Kann man ein bisschen sparen. Schaut es euch mal an. Also zwei Motive haben die. Das ist das erste. Also erster Eindruck, Motiv sehr farbig gestaltet. Ja, sehr farbig, sehr stressig. Ja, sehr bunt, ja. Ja, was kann es sein? Ich weiß nicht, hat das was mit Jugend zu tun? Eigentlich nicht so wirklich, oder? Also was soll das sein? Also ja, die Figur sagt mir jetzt auch nichts. Gar nichts, ne? Aber hat auch nichts mit Jugend zu tun, glaube ich, oder? Das ist einfach nur so ein Motiv. Mir sagt es nichts. Okay. Sehr interessant, auf jeden Fall sehr, sehr farbig, sehr viele Farben. Die Matte ist ein bisschen schlichter gestaltet, sagen wir mal. Ein Ziegelstein. Ja. Das ist kein Ziegelstein, Mann. Ja, nee, das soll ein Karton sein. Karton, ja. Seht ihr es nicht? Das ist so ein Obi-Umzugskarton ist das. Ja. Also erster Eindruck. 3D-Optiker. Ja, also also optisch macht die Matte ein bisschen weniger her für mich als die erste Matte. Ja. Weil die fällt natürlich gleich ins Auge. Die fällt sofort ins Auge, die Matte. Ja, also erster Eindruck auf jeden Fall, mir gefällt die Matte besser, weil sie farblich einfach besser gestaltet ist. Ja, also die auch, die fällt auf, die holst du raus, ja, zack auf den Tisch und dann bam, hast du gleich was im Auge. Cooles Motiv auf jeden Fall. Ich frag mich, sind die Motive, kann man sich da eigene Motive machen? Nee, oder? Es gibt nur die zwei. Momentan nur die zwei? Ja, und halt die, die es halt bisher immer gab. Weißt du, welche ich meine? Nee. Weißt schon, der... Es gibt noch die Original-Zirkel-Matte. Ich weiß, mir fällt gerade nicht das Motiv ein. Die drei haben sie. Ja. Also wie gesagt, ja, an sich echt lustig. Also die finde ich auf jeden Fall vom optischen her besser. Ja, alles klar. Ja, basic, schöne, viele Farben. Ja. Und jetzt werden wir uns die mal genau anschauen. Ja. Also ich denke mal, das ist eine Standardgröße auf jeden Fall. Ja. Ja, von der Größe her. Unten, das ist halt wieder rutschfest. Dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, das vergesse ich jedes Mal. Also gutes Material auf jeden Fall. Ja, also ja. Auf jeden Fall echt gut. Theodor. Ja. Theodor. An den Rändern halt offen, wie jede andere Matte auch, sprich, du kannst auch fransen. Ja, aber die Oberfläche fühlt sich auch sehr gut an. Ja. Also das ist, glaube ich, angenehm. Vergleich zu Original Konami Matte? Finde ich, Original Konami Matte ist echt, also noch ein Tick feiner, noch ein Tick besser. Ja, ja, viel schöner. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also die Matte ist schon sehr qualitativ hoch. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, Konami Matte echt tipptopp. Die auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ja. Sehr schön. Ansonsten Logo drauf. Ja. Keine Ahnung, hier vielleicht die Signatur. Die Unterschrift von diesem Typen, der es vielleicht gemalt hat hier. Ja. Zeig mal hinten noch, halt mal hoch, hinten, vorne, knicken. Ja, die ist auch, glaube ich, einfach zum Einpacken, ist ganz gut, oder? Ja, wieso nicht? Knüll sie mal. Nimm doch selbst dran, du Spaß. Jetzt zauberst du mal. Echt auch keine Knicke, gar nichts, ja. Echt gut. Qualitativ auf jeden Fall sehr auf gut. Fall, ja. Auf jeden Fall sehr gut. Ich denke, man kann die echt gut einrollen. Ja. Also qualitativ und optisch macht das schon einiges her. Auf jeden Fall, also echt gut. Ja, so schön. Man kann die auch hier mal versuchen, hier einen Knick reinzubringen. Ja. Nichts. Echt gut. Coole Matte. Ja, also für den für Preis-Leistung 5 Euro. Ja. Auf jeden Fall, ja. Tipptopp. Man muss sagen, heutzutage spielt jeder mit Matte. Also es gibt eigentlich keine Spieler mehr, die keine Matte haben. Ja. Aber ich werde mir jetzt auch eine zulegen. Muss noch mal schauen, welche ist. Also muss mich nach dem Motiv entscheiden. Ja. Vielleicht sind es erst die ersten Motive von TCG. Da kommen sicher noch welche. Warum nicht, Mann? Noch ein paar mehr. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Was mit dem? Selbes Material, oder? Warte mal. Die ist ein bisschen glatter. Aber die Oberfläche ist anders, oder? Die Oberfläche ist anders. Ja, doch, die ist anders. Ich finde aber die glatter, oder?
Meinst du? Die ist so ein bisschen... Also für die rauer als die hier. Weil hier ist ein bisschen, kann man, gleitet das ein bisschen mehr. Hier gleitet das so ein bisschen mehr. Hol mal ein paar Karten los. Und? Ja, hier gleitet das ein bisschen mehr. Was mir denn das so Weil es andere Ding ist. Aber da jeder mit seinen Karten, sag ich mal, behutsam umgeht, denke ich nicht, dass da irgendwie was an Karten beschädigt wird oder so. Nee, also von dem her ist da nicht zu befürchten. Ich glaube sogar auch eventuell, zum Motiv nochmal her, dass vielleicht hier einen Künstler supporten. Ja? Kann gut sein, dass sie hier versuchen, jetzt irgendwelche Künstler, Maler aus der Sicht zu supporten, finde ich echt gut von dem. Ja, vielleicht machen sie heute so, dass sie mehrere Matten bedrücken. Und dieses Motiv? Ja. Nicht so begeistert, oder? Nee, nicht wirklich. Für mich ist es ein Ziegelstein, ja. Ja. Perfekt für Monaten. Das ist noch, ja. Alles ist noch ausbaufähig. Also das, ja. Der 3D-Effekt kommt noch nicht so geworden. Also ich muss ehrlich sagen, es ist echt schwer. Ja. Ich finde, dass das Logo hier an der Seite, ich finde, hier ist es schöner, wenn es hier so unten schön drauf ist. Ja. Und hier an der Seite ist es ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde auch nicht so wirklich. Genau. Ist klar. Also ich finde, das ist hier die beste Position, wenn man das Logo hier drauf hat. Also wirklich Motiv. Das ist auf jeden Fall besser. Qualitativ, beide sehr hochwertig. Fazit und Bewertung? Fazit, also diese Matte finde ich auf jeden Fall besser. Ich denke, hier ist auch einfach viel mehr Arbeit in das Motiv reingesteckt worden. Sieht sehr gut aus, wie gesagt. Dieses mystische Bild gefällt mir. Hier das Logo ist besser gedruckt, besser postiert auch. Genau. Also die Matte macht für mich um einiges mehr her. Und dafür, dass es einmal die erste Matte ist, 5 Euro nur noch, ist es ganz gut. Da wird auf jeden Fall sicher noch viel folgen. Wir werden alle davon abchecken. Ja, genau, also erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr gut und man muss ja sagen, es entwickelt sich von jedem Mal zu jedem Mal mehr. Ja. Also Preis-Leistung auf jeden Fall 8 von 10 Sternen. 8 von 10 Sternen. Ja, Preis-Leistung auf jeden Fall, das passt hier. Ja. Ja. Auf jeden Fall, checkt die Matten auf jeden Fall ab, wenn ihr welche gerade sucht. Können wir nur weiterempfehlen? Ja, ansonsten man sollte es auch als Sammelbestellung bestellen. Auf jeden Fall mit Freunden oder so. Genau, das kommt sogar noch billiger. Genau, dass nur einmal Porto gezahlt wird, das zahlt sich aus, wenn dann 5 Leute oder sowas oder ein ganzes Team sich mal eine Matte holen. Also ja. Auf jeden Fall Leute, das ist ansonsten, falls ihr die habt, könnt ihr auch eure Meinung dazu abliefern. Und ansonsten leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.